Die Götter in Weiß. Wer würde es wagen, Sie zu kritisieren? Einer Ihrer Kritiker sitzt heute bei uns im Studio und er hat interessante Einsichten in das Verhältnis von Medizinern mit der Pharmaindustrie, die er uns erzählen will. Was ein unbestechlicher Arzt zu sagen hat, erfahren Sie jetzt bei Welt im Wandel TV. Herzlich willkommen, Dr. Thomas Meyer. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, hallo, guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Ja, gern. Es ist ja eigentlich schon ziemlich seltsam, wenn man hört, ein unbestechlicher Arzt. Man geht ja davon aus, es sind doch eigentlich alle Ärzte unbestechlich, oder nicht? Ja, ich denke, es geht ja nicht um die direkte Bestechlichkeit, die wir so mit Umschlag über den Tisch reichen, sondern um eine indirekte oder unbewusste Beeinflussung, letztendlich auf vielen Wegen. Also letztendlich die Beeinflussung. Jetzt geht es hier um die Pharmaindustrie, also die Beeinflussung im Verschreibungsverhalten, im Verordnungsverhalten von Arzneimitteln, wie ich das letztendlich von außen Einflüsse auf diesen Arzt einüben kann. Das merkt der Arzt nicht immer. Sie sind Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin. Was machen Sie sonst noch so ärztlich? Was ist Ihr Werdegang? Also wie gesagt, ich bin 15, 16 Jahre in einer Unfallklinik als Anästhesist und Intensivmediziner tätig gewesen und seit 4 Jahren jetzt mit der frühen Nutzenbewertung von neu in den Markt kommenden Arzneimitteln betraut. Diese Bewertung findet im gemeinsamen Bundesausschuss statt, so das Gremium in Deutschland, welches über alle für die GKV, also für die gesetzliche Krankenkasse, erstattbaren Leistungen entscheidet. Und dort werden, wie gesagt, eben diese Nutzenbewertungen aller zentral oder in Deutschland zugelassenen Arzneimitteln gemacht. Und da bin ich ein Teil davon in dieser Bewertung. So, das heißt, Sie haben einen ganz guten Überblick und Sie sind auch im Vorstand von Medcis. Sie sind der zweite Vorsitzende, glaube ich, ne? Bei uns gibt es nur eine Geschäftsführerin und Vorsitzende und der Rest ist gleich. Okay, also Sie gehören zu dem gleichen Rest. Also genau. Sie sind im Vorstand von Medcis. Und was ist denn Medcis? Medcis ist Abkürzung für mein Essen zahle ich selbst. Letztendlich die deutsche Übersetzung sehr vieler globaler No-Free-Lunch-Organisationen. Das heißt eben kein freies Essen, mein Essen zahle ich selbst. Letztendlich soll es auf die ganz einfache Formel, ich will nicht eingeladen werden zum Essen von der Industrie. Das ist natürlich die basalste, die einfachste Art der potenziellen Einflussnahme. Natürlich geht es auch um viele andere Sachen. Es steht für letztendlich die Beeinflussung der Ärzte. Aber wird man als Arzt auch mal zum Essen eingeladen von einem Pharmavertreter oder wie ist also? Also vom Hörensagen soll es passieren. Ich persönlich habe wahrscheinlich einfach aufgrund meiner, Äußerungen passiert es selten, schätze ich mal. Aber es gibt natürlich, es früher häufiger. Ich denke, die Pharmaindustrie ist vorsichtiger geworden. Es ist wahrscheinlich schwieriger, jemand dabei zu ertappen. Aber passieren kann es natürlich im Rahmen von Kongressen, im Rahmen von sogenannten Expertenpanels, wo man dann einfach dann abends oder am Vorabend noch in die Bar geht oder eben noch zum Essen geht und wo natürlich logischerweise der Arzt nicht das Essen bezahlt. Also das ist dann letztendlich im Rahmen einer Vortragstätigkeit einfach halt so Nebenbeiwerk. Bevor wir jetzt weiterreden, wir haben ja schon gesagt, bestechlich trifft es nicht wirklich, aber korrupt trifft es vielleicht auch nicht wirklich. Der Anteil der Ärzte, die mit der Pharmaindustrie im Bunde sind und sich von denen Dinge sponsern lassen und so. Welchen Ausdruck würden Sie dafür benutzen? In der Mehrzahl, jetzt mal positiv gesprochen, eine unbewusste Beeinflussung. Okay. Wie hoch würden Sie den Anteil der Ärzte schätzen in Deutschland, die sich unbewusst oder bewusst, die sich unbewusst von der Pharmaindustrie manipulieren lassen oder beeinflussen lassen? Ich sage jetzt mal sicher die Mehrzahl. Also weit überwiegende Mehrzahl. Und Sie haben schon gesagt, ich meine bewusst, ich denke, irgendwann mal wird es jedem bewusst. Ich denke, man wird ja auch von anderen möglicherweise angesprochen. Geht es jetzt um Fortbildungsveranstaltungen, die man bezahlt bekommt oder Vorträge, wo man dann sein Akronym drunter setzt, welches aber gleichzeitig neben der Pharmafirma, neben dem Logo ist. Ich denke, früher oder später merkt man schon, dass man drin steckt in dieser Maschinerie. Also wie läuft denn das? Wie läuft das jetzt ganz konkret ab? Ich bin jetzt ein Allgemeinmediziner, ich habe eine Praxis. Ja, ich denke, der Allgemeinmediziner ist ja nicht sozusagen er ist für das tägliche Verschreibungsverhalten der Ansprechpartner im Sinne von, es gibt ja, glaube ich, im Schnitt in Deutschland 20.000 Pharmavertreter, die pro Jahr, glaube ich, 15 Millionen Besuche in Deutschland tätigen.
Das sind dann die, die mit dem Koffer kommen und im Wartezimmer sitzen. Die auch ganz lange gerne warten und entsprechend natürlich dem Arzt dann in dem Moment auch das Gefühl geben, jetzt habe ich schon 2 Stunden warten lassen, jetzt muss ich ihn empfangen. Aber eigentlich haben sie keine Lust. Es ist schon vordergründig schon so, dass die Ärzte natürlich schon eigentlich keine Zeit eigentlich dafür haben. Aber wie gesagt, die nehmen sie sich dann letztendlich doch. Und wenn dann das neue Paper, die neue Hochglanzbroschüre über ein neues Arzneimittel vorgestellt wird, dann nimmt man natürlich sowas auch bewusst oder unbewusst auf. Das heißt also einfach die Bevorzugung oder die Hervorhebung von möglicherweise sehr kleinen Vorteilen prägen sich dann im Arzt eher ein, ohne dass es in dem Moment vorher gemerkt hat. Ich glaube, es gibt auch Umfragen, dass wenn man einen Arzt direkt fragt, ob er beeinflussbar ist, ich glaube, mehr als 80% sagen nie. Hm. Aber wenn Sie fragen, Ihr Kollege, dann ist es die Mehrzahl. Die denken, der Kollege ist beeinflussbar, aber ich nicht. Komischerweise beißt sich das letztendlich, wenn die Mehrzahl von anderen Kollegen das bejahen, aber für sich eigentlich verneinen. Gibt es auch darüber hinaus noch richtig, also viel krassere Ausmaße von Beeinflussung, vielleicht wirklich tatsächlich Bestechlichkeit von Ärzten? Oder also es gibt ja diverse Bücher, einschlägige, die sowas ganz klar beschreiben. Ich habe gerade jetzt neulich erst wieder vom österreichischen Professor, der noch klinisch tätig ist, Auszug von einem Buch gelesen, dass es immer noch Umschläge gibt, die im Rahmen von, wie gesagt, Expertenpanels, Ähnliches, wenn man dann Vorträge hält, dann einfach die Personen wechseln. Aber da werden dicke Umschläge überreicht, ja. Genau, also das kommt sicher immer noch vor. Ich denke aber, viel gefährlicher ist ja diese Einflussnahme eben dieser sogenannten Experten, die ja letztendlich für Leitlinien die maßgeblichen Personen sind, die den Trend setzen, den Standard in der Arzneimitteltherapie in bestimmten Indikationen setzen. Und wenn diese dann entsprechend nicht mehr unbedingt die Publikation selber geschrieben haben, aber ihren Namen drunter setzen und sehr positiv formuliert für das Arzneimittel Ergebnisse dargestellt werden, dann ist es viel schlimmer letztendlich. Also wie betrifft es mich jetzt eigentlich konkret als Patient, wenn mein Arzt beeinflusst wird von der Pharmaindustrie? Konkret im Zweifelsfall kriegt man, ich glaube in der Mehrzahl, einfach ein unnötiges Medikament verschrieben oder vielleicht auch nicht das richtige Medikament. Weil einerseits, wie gesagt, diese unbewusste Beeinflussung dazu, sage ich jetzt mal, führt, dass der Arzt halt eher ein Arzneimittel verschreibt, welches er oft genug gehört von Pharmavertretern entsprechend angeboten wohl gepriesen bekommen hat und nicht welches er sich aufgrund einer individuellen Abwägung letztendlich aus, sag ich mal, seinem Hirn gesaugt hat. Also mal soll ein Arzt eigentlich den Patienten sich anschauen, was käme in Frage, dann hat er ein Portfolio an 1, 2, 3 vielleicht Arzneimitteln und dann sucht er sich das aus, wo er denkt, da passt das Risiko-Nebenwirkungsprofil am besten. Und das ist halt möglicherweise in solchen Fällen halt nicht mehr der Fall. Das heißt, dann wird das Arzneimittel verschrieben, welches halt möglicherweise nur am 2. oder 3. besten passt. Die andere Variante ist die, dass es überhaupt um eine Arzneimittelverschreibung geht. Möglicherweise bräuchte der Patient überhaupt noch kein Arzneimittel, bekommt aber eines, weil das Unternehmen propagiert, man muss es schon für früher einnehmen, dann kommt es gar nicht zu einer so schweren Erkrankung. Und ich habe mir auch manchmal gedacht, wenn man glaubt, die Welt ist im Markenwahn, wenn man in einem Klamottenladen steht, dann war man noch nicht im Inneren einer Arztpraxis. Also das ist ja unglaublich. Da gibt es ja Bilder, wo daneben immer so Ratio, Donk, Cleaner Books, Oxa, also diese ganzen Pharma. Es gibt ja eigentlich keinen Gegenstand in so einer Arztpraxis, wenn man sich da mal umguckt, vom Kugelschreiber über den Notizblock bis hin zum Computerbildschirm des Arztes, bis hin zum Programm, glaube ich, wo überall diese Namen da stehen. Ja, das ist genau das, was sich Mezis eigentlich verwehrt, verbittert und wo wir eigentlich dafür kämpfen, dass sowas verboten wird. Also Mezis-Ärzte, gehe ich jetzt mal davon aus, sind nicht so viele. Aktuell 850, glaube ich, 900, so die Mitgliederzahl steigt zwar jetzt in den letzten Jahren doch ein bisschen deutlicher, aber ich bin kein praktisch tätiger Arzt mehr, aber meine Kollegen verbieten sich eben Pharma-Referentenbesuche. Manche machen ganz klar an einer Praxis, am Praxisschild oder außen dran eben eine No-Go-Area. Durchgestrichener Pharma-Vertreter, genau. Wie so ein Hund. Wir müssen leider draußen bleiben, oder? Ja, genau. Und manche machen aber auch, wir haben mittlerweile ein paar Plakate, die entsprechend auch in der Praxis aufgehangen werden können, wo auch die Patienten darüber informiert werden, auch, dass ihr Arzt eben keine Pharmareferenten empfängt und eben sich nicht diesem, sag ich mal, Korruptionsversuch
anheimfallen lässt. Ich habe mal gehört tatsächlich von dem Programm, Computerprogramm, das war wie so eine Art Katalog aller Medizin, aller Arznei, die es so gibt. Und das war gesponsert von der Pharmafirma. Das hat der Arzt kostenlos gekriegt, obwohl er eigentlich eben hätte Geld bezahlen müssen für so ein Programm. Und es war dann so eingebaut, dass dann eben immer die Arznei von diesem Unternehmen dann möglichst weit oben stand in der. Ja, also haben Sie davon auch gehört? Ja, so Versuche gibt's immer wieder. Letztendlich ist es aber eigentlich ist es illegal. Also es gibt ganz klar zertifizierte Software, die jede Praxis benutzen darf nur. Die werden von den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen oder Vereinigungen zertifiziert. Und uns kommt auch manchmal zu Ohren, dass da letztendlich so Werbebanner eingeblendet werden und die werden aber sofort gemeldet. Mhm. Also es ist verboten. Jetzt müssen sich ja Ärzte auch immer wieder regelmäßig fortbilden. Ja? Ist das auch so eine mögliche Gefahr, wo sie beeinflusst werden? Es ist mit einer der größten Gefahren, denke ich, weil fortbilden sich letztendlich junge Ärzte von Beginn an seit dem Studium. Aber letztendlich mittlerweile eben seit einigen Jahren gibt es ja diese CME, also Continuous Medical Education Zertifizierung, wo vor allem Klinikärzte, aber auch niedergelassene Ärzte regelmäßig in einem bestimmten Zeitraum ein bestimmtes Punktekonto erfüllen müssen, um entsprechend weiter ohne Abstriche verordnen oder klinisch tätig sein zu können. Und diese Punkte, die müssen Fortbildungen kann man besuchen. Über Fortbildungen erreichen. Und da hat sich in den letzten 15, 20 Jahren halt einiges getan, dass diese Fortbildungen mittlerweile unbezahlbar werden. Das heißt, da hat gerade die Pharmaindustrie das ihre dazu beigetragen, diese Veranstaltungen einfach von den Orten einerseits, wo man entsprechend dann Kostenlogie entsprechend teuer hat, aber auch von den Veranstaltern, von den Teilnehmergebühren, die dann in der Regel kaum mehr unter 1.000 Euro für ein kurzes Wochenende oder auch noch mehr sind, was sich also klar, ein Normalbürger nicht so ohne weiteres mehrfach im Jahr leisten kann. Entsprechend gibt es sehr viele, die sich die sponsern lassen. Also sich einfach einladen lassen oder Reise bezahlen lassen, ähnliches. Also das ist sicher das Hauptproblem. Und während dieser Veranstaltungen werden halt Vorträge gehalten, die halt sehr häufig, weil ja da die ganze Pharmaindustrie vertreten ist, gibt es ja mittlerweile zwar auch so einen Kodex, dass die Veranstaltungsräume idealerweise räumlich getrennt sein sollten von diesen Ständen der Pharmaindustrie. Es gibt immer wieder Veranstaltungen. Leipzig ist, glaube ich, positiv. Da ist es am Ende, im Messegelände am Ende der Veranstaltungsbereich. Also man muss direkt ansteuern, die Ausstellung der Pharmaindustrie. Aber es gibt aber immer noch ganz viele Veranstaltungen, wo man erstmal durch den ganzen Wust der Stände durchwühlen muss, bis man mal zu seinem Vortragsort kommt. Und dann wird natürlich da subtil natürlich einerseits über die Präsenz der Industrie, aber andererseits über die Vortragenden letztendlich auch beeinflusst, weil doch sehr viele Meinungsbildner oder eben Experten, sogenannte Experten, halt doch sehr viel mit der Pharmaindustrie zu tun haben. Haben Sie da einen Einblick, wie das jetzt auch wirklich inhaltlich manipulierend oder beeinflusst ist bei solchen medizinischen Vorträgen? Es werden also häufig neueste wissenschaftliche Erkenntnisse vorgestellt, neue Studienergebnisse vorgestellt. Und gerade jetzt in meinem aktuellen Job bekommt man ja sehr mit, viel mit, was im Vorfeld der Zulassung oder Abstract. Es gibt ja sogenannte Abstract-Kurzfassungen, die schon vorab, bevor die Studie publiziert wird, in die Öffentlichkeit geraten auf so Kongressen. Und da wird es hoch gelobt. Und wenn man dann ein paar Monate später, wie zum Beispiel bei der Nutzenbewertung, diese Studie dann auf den Tisch bekommt, fragt man sich manchmal, was haben die da in dem Abstract eigentlich publiziert oder an vier Aussagen getätigt, die man so aus der Studie nicht rauslesen kann. Also da werden teilweise Krümelchen oder post hoc, also nach der normalen Auswertungen gefahren, die letztendlich noch ein Fünkchen an Effekt oder an Zusatzwirksamkeit irgendwie noch generieren sollen. Aber in der Breiten, in solchen Veranstaltungen, wird natürlich das groß plakativ dargestellt. Und man fällt drauf rein, oder sehr viele fallen drauf rein. Es gibt ja jetzt so ein Gesundheitsportal, das Brustkrebs-Gesundheitsportal von Bild und Pfizer, wo also über ein Medikament dort berichtet wird. Aber da muss ich mir doch jetzt als Verbraucher oder als potenzieller Patient in Spe oder Patientin in Spe jetzt keine Sorgen machen, oder? Also Bild wird das ja journalistisch sicherlich irgendwie bewachen, oder? Ja, wie sehen Sie das? Wie sonst auch die Werbung natürlich. Ne? Natürlich ist das sehr gefährlich und ist ein ganz gefährlicher Trend, nämlich dass immer mehr, ich sage jetzt nicht ab von den Ärzten sich gewandt wird, aber zumindest ein zweites Tätigkeitsfeld der Industrie gesehen wird, nämlich der Patient.
Selbsthilfegruppen zum Beispiel. Und die sind ja meistens also ehrenamtlich. Also die Pharmaindustrie nimmt direkten Einfluss auf die Patienten, genau. Nicht über die Ärzte, sondern auf die Patienten, dass die selber nach dem Medikament. Ja, man versucht einfach halt mehrgleisig zu fahren. Wenn das selbst, wenn ein Arzt ein bisschen zickig ist und sich nicht so sofort auf die Seite der Pharmaindustrie stellt oder nicht von seinem Verordnungsverhalten doch nicht so in der Masse das Arzneimittel verordnet, was man sich wünscht, dann ist es aber einfach, wenn der Patient mit dem Wunsch zum Arzt kommt. Ich habe hier was gehört. Und dann ist es für einen Arzt wahrscheinlich viel schwieriger, dem Patienten jetzt objektiv auszureden oder ihm zu erklären, warum nicht, warum er was anderes besser hält. Es ist der Weg des geringsten Widerstandes. Wenn der Arzt, der Patient mit der konkreten Vorstellung kommt und auch heute sind der Patient mündiger leider halt über solche leicht beeinflussbaren Kanäle möglicherweise dann doch wieder unmündig mit dieser Forderung zum Arzt kommen, dann ist der Arzt letztendlich auch in einer Drucksituation und wird dem auch nicht standhalten können. Das heißt, dann haben die Pharmaindustrie haben dann einfach mehrere Möglichkeiten, ihr Produkt an den Mann zu bringen. Also wie läuft denn das auf diesem Gesundheitsportal von Bild? Wie wird denn da argumentiert? Meistens werden Fallberichte dargestellt. Das ist jetzt gerade in dem von Ihnen geschilderten Fall, geht es um ein relativ neues Brustkrebs-Arzneimittel in der letztendlich ersten Linie, das heißt direkt nach einer Operation. Und wie heißt das Medikament? Ich weiß nicht, ob man hier an der Stelle Werbung... Nein, wieso? Was heißt Werbung? Wir reden ja, wir müssen ja schon... Also Palbociclib heißt der Wirkstoffname, Ibranze heißt der Handelsname. Und das ist, wie gesagt, ein neues chemotherapieartiges Arzneimittel, welches eben in der Nutzenbewertung, ich sage jetzt mal, durchgefallen ist. Es gab schon durchgefallen heißt, es hat keinen Zusatznutzen gehabt. Die Nutzenbewertung, die wir durchführen, attestiert hier einen größeren Nutzen gegenüber bereits vorhandene oder der Standardtherapie. Das heißt, es geht ja darum, wurde irgendwann mal vor einigen Jahren dieses Gesetz, Amnok heißt es, eingeführt, um diesen MeToo-Präparaten, diesen nicht viel besseren, aber viel teureren Präparaten Einhalt gebietet. Und diese Nutzenbewertung soll das eben garantieren. Das heißt, wenn ein Arzneimittel keinen Zusatznutzen hat, ist es sehr wohl zugelassen und wirksam von der Zulassungsbehörde attestiert, aber es wirkt eben nicht besser als die Standardtherapie. Und wenn es dann jetzt wie in jedem Fall eine aktuelle Standardtherapie in dieser Linie kostet in dem Bereich 500 bis maximal 800 Euro Jahrestherapiekosten und dieses Produkt von Pfizer kostet in dem Bereich 60.000 Euro Jahrestherapiekosten, ohne dass es einen patientenrelevanten Zusatznutzen hat. Und da gab es sowohl im Vorfeld natürlich sehr große PR-Maßnahmen von Pfizer, weil sie nämlich schon nach der Initialbewertung gesehen haben, da schwimmen in die Fälle davon. Es wurde parallel schon eine Anwendungsbeobachtung initiiert bei, glaube ich, über 85 niedergelassenen Ärzten in Deutschland, um da schon dieses Arzneimittel einfach in die breite Masse zu bekommen. Um so ein bisschen dann empirisches Material zu sammeln? Oder wofür wird das gemacht? Anwendungsbeobachtungen sind, da glaube ich, können Sie jeden Fachmann fragen, sind völlig unnötige Werbemaßnahmen der Pharmaindustrie. Aus einer Anwendungsbeobachtung, die werden immer nach der Zulassung durchgeführt, kann man keine validen Daten über die Arzneimittelwirksamkeit generieren. Das sind einarmige, das heißt, da gibt es keine Kontrollsubstanz, sondern das wird einfach die Anwendung dieses Arzneimittels am Patienten einfach dokumentiert, auch in der Regel mehr schlecht als recht dokumentiert. Und man kann darüber überhaupt nichts aussagen, weil man keinen Vergleichsmaßstab hat. Also das wirkt dann dazu eigentlich nur, dass der Arzt sich ein bisschen mehr damit beschäftigt. Was genau, da weil er letztendlich pro Patient eine gewisse Aufwandsentschädigung, nennt man sowas, bekommt. Das kann von 2.000 bis 4.000 Euro oder auch mehr pro Patient sein. Und entsprechend ist natürlich ein Arzt potenziell gebiased und kann möglicherweise hier eher zu diesem Arzneimittel greifen und an die Anwendungsbeobachtung teilnehmen, als ein anderes Arzneimittel verschreiben. Aber wie gesagt, ich denke auch, dass sehr viele Ärzte sich dessen nicht richtig bewusst sind, dass aus diesen Daten nichts gemacht wird. Also die Daten werden nie publiziert, die Daten verschwinden irgendwo in einem Keller der Pharmaindustrie. Und es wird kein Wissen generiert. Und so genau will man es vielleicht auch gar nicht wissen, oder? Man ist Arzt, man hat ein bisschen Arbeit investiert, man hat viel Geld damit verdient. Im Zweifel ist es ja für die gute Sache, oder? Also aus der Perspektive des Arztes, meinen Sie? Ja. Naja, die gute Sache.
Ich meine, wenn man an die Wirksamkeit des Arzneimittels glaubt, ja. Und wenn er natürlich in die Maschinerie drinsteckt und entsprechend die vorher verteilten Hochglanzbroschüren und nicht eben zum Beispiel den IQWiG-Bericht oder die GBA-Bewertung gelesen hat, dann wird er natürlich dieser Krux anheimfahren und denken, das Arzneimittel wirkt super, ist gut beworben. Und entsprechend verschreibt das dann und macht da was Gutes, klar. Sie sagten vorhin, dieses Medikament kostet im Gegensatz zu den bisherigen Therapien 60.000 Euro im Jahr. Mhm. Was sind denn das für Mondpreise? Wie kommt es denn, dass solche Preise zustande kommen, dass die auch immer mehr steigen und so? Also es ist einfach eine Frage des Marktes und was der Markt hergibt. Und gerade jetzt eben in Europa oder in der westlichen Industrie ist letztendlich der Gesundheitsmarkt ja einer der größten Industriesektoren der letzten Jahre geworden. Und wenn letztendlich der Einzelne, und gerade wir haben ja sehr viel Sozialstaat, das heißt, der Patient kriegt gar nicht mehr richtig mit, was seine Versicherung oder wer was für was wie viel bezahlt. Wenn der für alles aufkommt, der Sozialstaat, dann ist natürlich für einen Arzneimittelhersteller ein leichtes, hier einfach irgendwelche Preise festzusetzen. Und ja, man kriegt das schon mit, dass die Versicherungsbeiträge auch immer mal steigen und dass es noch Zusatzversicherungen gibt für dieses und jenes und so. Und naja, aber das wird halt einfach so hingenommen, weil ja die Medizin besser ist. Die Patienten leben ja länger und wie man ja sieht. Und es wird alles darauf zurückgeführt, dass natürlich gerade die Arzneimittel natürlich groß dazu beigetragen haben, dass wir länger leben. Aber ich denke auch, dass gerade jetzt in den westlichen Industrieländern natürlich sehr der Lebensstandard einfach dazu beigetragen. Wir kriegen alle jeden Tag unsere drei Mahlzeiten auf den Tisch, haben eine gute Vorsorge, eine Bildung, putzen unsere Zähne täglich. Also gibt es viele Gründe, warum wir länger leben und nicht unbedingt nur die Arzneimitteltherapie. Also ich denke, es gibt viele Stimmen, die eher sagen, dass sehr viele Patienten länger leben würden oder Menschen länger leben würden, wenn es weniger Arzneimittelindustrie gäbe. Werden denn die Arzneimittelindustrie auch immer an den Sachen, die wirklich drängend nötig sind in der Welt, oder wie läuft das eigentlich? Es gibt einen ganz klaren Algorithmus. Die meisten Pharmafirmen sind AGen, also ihren Aktionären unterstellt. Und es wird da geforscht, wo am meisten potenziell verdient werden kann. Und momentan ist es ganz klar in der Onkologie. Also Krebs? Krebstherapie, da werden die meisten Umsätze gemacht. Es gibt auch noch sogenannte Orphan Diseases, seltene Erkrankungen, wo man ebenfalls dann Jahrestherapiekosten weit über 100.000. Mittlerweile gibt es sogenannte Immuntherapien oder auch letztendlich Impftherapien für seltene Erkrankungen, die über 1 Million kosten, wo sie dann schon Krankenkassen Gedanken machen müssen, wenn sie zufälligerweise so einen Patienten bekommen, ob sie nicht ihren Laden zumachen müssen. Also das ist ein Problem, und da wird auch, ich glaube, an vieler Stelle in der Ärzteschaft, zumindest in der nachdenklichen Ärzteschaft und in einigen politischen Parteien darüber gesprochen und darüber sinniert, wie man das verändern kann. Nur momentan breit ist dieses Gedankengut noch nicht angekommen, weil es uns einfach zu gut geht. Deutschland hat einfach fast keine Arbeitslose. Wir haben eben dadurch sehr viele Versicherungsbeiträge. Das Geld fließt. Solange es uns so gut geht, wird keiner der Pharmaindustrie so richtig an den Karren fahren. Aber warum tut da die Regierung jetzt nicht mal was gegen diesen Einflussfaktor Pharmaindustrie? Pharma ist ein Wirtschaftsfaktor, also generiert ebenfalls hier Abgaben. Es werden Arbeitsplätze geschaffen, auch in Deutschland. Also da ist ein ganz klarer Konflikt auch der Politik zwischen Wirtschaftsinteressen und zwischen einfach Patienteninteressen oder letztendlich gesundheitspolitischen Interessen. Sie haben vorhin gesagt, mit Krebs lässt sich Geld verdienen, mit anderen Krankheiten nicht. Was ist mit AIDS? Wäre ein AIDS-Medikament, es gibt ja, glaube ich, auch AIDS-Medikamente, meinen Sie, dass die Forschung da jetzt schon weiter vorangeschritten wäre, wenn man sowas gemacht hätte? Ich denke jetzt gerade, AIDS ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil da hat tatsächlich in den letzten, 33 Jahre, 84 wurde der Virus entdeckt, ist sehr viel passiert. Ne? Also AIDS ist heutzutage behandelbar. Und auch letztendlich muss ein Patient, der AIDS hat, eigentlich, glaube ich, auch keinen Monat oder kein Jahr mehr kürzer leben als ein anderer Patient, entsprechend mit den Medikamenten. Aber gibt es andere Beispiele? Ja, es trifft natürlich nicht bei uns, wir kriegen sehr viel, aber AIDS zum Beispiel ist ja viel verbreiter in afrikanischen Ländern oder auch Hepatitis C. Dort stehen diese Arzneimittel aber nicht in dem Maße zur Verfügung. Das ist das Problem. Es gibt sicher einzelne Pharmaindustrien, die entsprechend dann günstiger diese Präparate abgeben in solchen Dritte Weltländern, aber natürlich oftmals nur unter Druck von außen und dann auch nur begrenzt. Aber es stehen gerade für diese Infektionserkrankungen, Hepatitis, AIDS, für nur einen Bruchteil der behandelt
zu behandelnden Patienten diese Arzneimittel zur Verfügung. Mhm. Natürlich gibt es dann aber auch noch andere seltene Infektionserkrankungen, die hier keiner kennt. Dengue-Fieber, Gelbfieber, andere in afrikanischen Ländern vor allem sich ausbreitende Erkrankungen, die natürlich viel zu wenig erforscht sind. Auch Malaria, da könnte schon viel mehr passieren. Man hat nur ein bisschen geforscht, weil man weiß, okay, es gibt ja viele Malaria-Endemie-Gebiete, wo auch eben europäische Touristen hinreisen. Also muss man die zumindest ein bisschen beschützen. Ja. Aber es sterben immer noch jährlich Hunderttausende von Menschen an Malaria. Müsste meines Erachtens nicht sein, wenn die Industrie da viel früher geforscht hätte. Es kommt ja auch immer wieder zu Arzneimittelengpässen. Auf Ihrer Webseite habe ich gelesen, über 280 Wirkstoffe seien in Deutschland momentan nicht verfügbar. Darunter 30 lebenswichtige Medikamente wie Antibiotika, Krebs- und Narkosemittel. Und mit dramatischen Folgen, die Leute können dann gar nicht oder halt nur schlecht behandelt werden. Wie kommt es denn eigentlich zu solchen Arzneimittelengpässen? Wenn so viel Geld da ist, wenn die das alles... Naja gut, es ist viel Geld da. Also im System ist viel Geld. Aber wenn natürlich eine Industriezweig effektiv produzieren will, dann sagen sie, okay, mir reicht ein Standort, eine Produktionsstätte und da produziere ich. Und wenn eigentlich da irgendein Problem, da gibt's mal Qualitätssicherungsprobleme, kann auch mal tatsächlich irgendeine Maschine kaputt gehen, letztendlich Lieferschwierigkeit mit anderen Zulieferern, dann gibt's keinen mehr, der dieses Arzneimittel herstellt. Melphalan ist zum Beispiel so ein Medikament, das wird benutzt vor einer Stammzelltransplantation, also einer Knochenmarkstransplantation, um sozusagen erstmal die eigenen Knochenmarkzellen komplett abzutöten. Dieses Arzneimittel hat in den letzten Jahren, glaube ich, 5, 6, 7 Mal Lieferengpässe gehabt und war nicht verfügbar. Und dann muss halt so eine Stammzelltransplantation verschoben werden, was im Zweifelsfall für den Patienten halt dann potenziell eine längere Nicht-Therapie dieser lebensbedrohlichen Erkrankung darstellt. Aber wie gesagt, das Melphalan wurde in Italien in einer einzigen Produktionsstätte hergestellt und der Pharmaunternehmer hatte einfach halt kein Interesse, es ist einfach breiter aufzustellen, mehr Produktionsstätten zu bauen. Was hat der davon? Er könnte doch mehr Geld verdienen, wenn er mehr herstellt und mehr verkauft. Also gerade Melphalan ist zum Beispiel ein sehr günstiges Arzneimittel. Es trifft sehr häufig günstige Arzneimittel, die schon lange generisch sind, die keine großartigen Einkünfte mehr machen. Für die wird nicht viel investiert. Also wenn es jetzt ein neues Krebsmedikament mit 100.000 Euro Jahrestherapie kosten wäre, da können Sie sicher sein, dass da kein Lieferengpass passiert. Also der Haupteinflussbereich, der Haupteinflussfaktor darauf, ob das produziert wird oder nicht, ist halt am Ende wieder, ob man viel Geld damit verdient oder nicht. Genau, und ob das, genau. Das ist furchtbar. Wie sieht's denn aus mit der Zulassung von Medikamenten? Also gibt es da auch Hinweise darauf, dass Pharmaindustrievertreter die Zulassungsbehörden auf die Einfluss nehmen? Ja, also man kann es letztendlich nur annehmen. Es ist die zentrale Zulassungsbehörde für Europa ist ja die EMA. Jetzt muss ja nach dem Brexit. European Medicines Agency. Ganz genau. Die EMA, die muss jetzt ja von ihrem Standort London irgendwo anders hin transferiert werden. Nach dem Brexit wird gerade ziemlich gestritten, wer dieses ganz wichtige Institut an sich ziehen kann. Ich glaube, Berlin hat da den Kürzeren aktuell gezogen. Momentan sieht es aus, dass es nach Paris gehen könnte. Aber da sind viele Länder bestrebt, diese Institution zu bekommen. Aber ein Problem ist einerseits, diese EMA wird finanziert, gespeist letztendlich von Mitgliedsbeiträgen der einzelnen Pharmafirmen. Also das heißt, es ist eine Institution, die jetzt nicht irgendwie gemeinnützig von ihrem Staat oder von irgendjemandem politisch steuerfinanziert ist, sondern es ist eine Institution, die kriegt ihre Daseinsberechtigung über Beiträge der Pharmafirmen. Und dann muss man sich natürlich schon fragen, ob nicht im Zweifelsfalle die Entscheidungen der EMA einfach der Industrie gewogen ist. Und wenn man sieht, wie wenig... Ob die Zulassungsbehörde einem Unternehmen, das sie selbst bezahlt oder von dem sie bezahlt wird, eine Zulassung eines Medikamentes versagen würde. Genau, das passiert ja eher sehr selten. Also es werden ganz selten Anträge abgelehnt, die werden modifiziert, die Anwendungsgebiete werden eingeschränkt vielleicht, aber es wird selten ein Antrag komplett abgelehnt. Von daher denke ich, ist es, wenn man auch sieht, zum Beispiel die EMA gibt ja oftmals auch Auflagen. Das heißt, selbst ein Arzneimittel, welches mit sehr wenig wissenschaftlichen Daten zugelassen worden ist, da gibt es sogenannte Conditional Approvals, das heißt bedingte Zulassungen, die dann jährlich verlängert werden müssen. Selbst wenn die Industrie keine neuen Daten liefert, Jahr um Jahr um Jahr, werden auch solche Arzneimittel nicht vom Markt genommen. Also ich glaube, es ist in den letzten 20 Jahren einmal passiert oder zweimal, dass ein Arzneimittel dann letztendlich vom Markt genommen worden ist, welches unter dieser sozusagen eigentlich nur bedingten Zulassung lief. Ist ein Indiz dafür,
dass, glaube ich, da der Industrie Druck doch sehr groß ist. Was Sie jetzt in der letzten halben Stunde erzählt haben, das ist ja ein erschreckendes Panorama, was man sagen muss. Meinen Sie, den meisten Ärzten ist das in diesem Ausmaß bewusst? Nee, eigentlich denke ich nicht. War mir auch nicht bewusst. Also ich bin jetzt seit 4 Jahren letztendlich bei Medsis und eben auch dadurch, dass ich aus der Klinik raus bin, auch wieder mehr Zeit, um sich sozusagen diesem Scheuklappendenken so ein bisschen zu entfernen. Ich glaube, die meisten Mediziner einfach haben nicht die Zeit. Einfach nicht die Zeit, sich über ihre konkreten Krankenbehandlungen so richtig zu beschäftigen, diese Industriekorruption oder diese Korruptions, sagen wir jetzt mal, Möglichkeiten so richtig bewusst zu machen. Und ich denke, die leben noch in einer Traumwelt teilweise. Wie sind die da jemals hingekommen, in diese Traumwelt? Man fängt an, wenn man studiert, ist man noch sehr an der Basis dran. Man will Krankheiten lernen, man will da irgendwie vorankommen und da kriegt man nicht mit, dass letztendlich irgendwo immer ganz versteckt eigentlich die Industrie so als in der Tasche steckt, so als Begleiter. Man kriegt irgendwie halt Fortbildungen geschenkt. Als junger Assistent wundert man sich darüber nicht. Es wird in der Ausbildung, in dem Medizinstudium beginnen zwar, aber eigentlich nicht flächig eigentlich darüber aufgeklärt. Also mittlerweile gibt es an der Charité zum Beispiel Modellstudiengang, wo tatsächlich auch das Verhältnis der Pharmaindustrie und die Korruptionsmöglichkeiten als Lehrfach gelehrt werden. Oh ja. Und ich denke, das ist die Zukunft, dass man das mit Mediziner ganz früh merkt, wo sind überhaupt die Pitfalls, wo kann ich eigentlich, wo muss ich einfach aufpassen. Man ist auch naiv, denke ich einfach. So, und jetzt bin ich also Arzt, ich bin Mitglied bei Medsis, ich muss mein Essen selber bezahlen, ich sehe dieses furchtbare Umfeld um mich herum, ich habe nicht viele Freunde und meine Fortbildung muss ich auch noch selber bezahlen. Was habe ich denn davon, in Ihrem Club Mitglied zu sein? Och, ich denke mal, ein gutes Gewissen, dass sich doch mal irgendwann was ändert, denke ich mal. Also es kann ja nicht so weitergehen. Wir leben ja, wie gesagt, momentan auf einer Insel, weil es uns gut geht, weil wir es bezahlen können. Aber einerseits wird es sich nicht immer so bleiben. Und da muss man aber auch sehen, es ist ja nur ein gewisses Quantum an Geld im System. Und wenn man für die Arzneimittel unnötigerweise, und das ist unbestritten, unnötigerweise viel zu viel ausgibt, bleibt kein Geld für Pflege, für die Pflegeberufe. Ich glaube, aktuell gibt es Zahlen, 30 bis 100.000 Pflegestellen sind offen, werden auch zu schlecht bezahlt. Altenpflege, warum müssen teilweise alte Menschen ins Ausland gehen, um sich einen Wohnheimplatz leisten zu können? Da könnte das Geld hinfließen. Und das ist das Problem, denke ich. Momentan können wir uns das Ganze leisten und es wird auch viel, natürlich, weil keine Lobby bei den anderen da ist. Ich meine, die Industrie hat viel Werbebudgets, kann viel auch letztendlich in der Politik bewirken. Mhm. Die Pflegedienste sind nicht organisiert, beziehungsweise die Pfleger an sich sind nicht organisiert, um da letztendlich ihre Misere auch wirklich öffentlich wirksam kundzutun. Jetzt versetze ich mich mal in einen Patienten rein, der diese Sendung vielleicht sieht und sich sagt, oh Gott, man kann ja gar niemandem mehr vertrauen. Mein Arzt verschreibt mir unter Umständen Medikamente, die ich gar nicht brauche, bloß damit der reich wird oder damit die reich werden oder was. Und um meine Gesundheit schert sich keiner. Was kann ich denn jetzt als kleiner Patient machen, um rauszufinden, ob das, was mir der Arzt da verschreibt, wirklich gut ist oder nicht? Also erstmal kann man mal auf unserer Homepage, auf der Medsis-Homepage erstmal gucken, ob möglicherweise ein Medsis-Mitgliedsarzt in seiner Nähe ist. Also wir haben letztendlich eine Möglichkeit, hier so über Fachgebiete auch Suchbefehle einzugeben und letztendlich einen Arzt in der Nähe zu suchen, der Medsis-Mitglied ist. Also Medsis-Mitglied wäre wahrscheinlich noch am ersten, am unverdächtigsten. Ja, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also ich meine, keiner ist gefeit, irgendwie mal schwach geworden zu sein, kann ich mir vorstellen. Und ich würde auch jetzt nicht sicher für jedes Medsis-Mitglied in meine Hand ins Feuer legen. Aber ich denke, wenn einer Mitglied wird, dann macht er sich Gedanken, warum er Mitglied wird. Und dann glaube ich, ist er schon in der Sache. Also das ist die eine Sache. Und wo kann ich mich als Patient informieren? Als Patient, wie gesagt, einerseits auch wiederum auf unserer Homepage haben wir eine Selbsthilfegruppen letztendlich Aufzählung. Also für verschiedene Erkrankungen gibt es Selbsthilfegruppen, die aus Sicht Medsis relativ wenig Pharmaindustrie gesponsert oder unterstützt werden. Und es gibt, wenn man sich konkret über Arzneimittel informieren will, gibt es die Seite Gute Pillen, Schlechte Pillen. Ist eine relativ gute Seite, die von wirklich kompetenten Autoren, also aus dem IQWiG, aus der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, also auch wirklich aus renommierten wissenschaftlichen Fachleuten zusammengesetzt ist und die industriefrei Arzneimittelbewertungsergebnisse Patienten orientiert darstellen. Und vielleicht auch mal selber den Arzt fragen, wer war der Mann mit dem Koffer, der da gerade rausgekommen ist? Wenn man sich das traut, oder? Ich denke, das wäre sicher das Beste, aber ich habe selber kranke Eltern. Ich weiß nicht, ob gerade der ältere Patient noch immer mit dem Denken, der Gott in weiß und
ob der sich traut, Widerworte oder zumindest den Arzt kritisch zu hinterfragen. Ich denke, jetzt die Generation Y, die 30-, 40-Jährigen, die werden das machen, die sind kritisch, die gucken sich vorher im Internet um. Und wenn den Arzt auch entsprechend, ich glaube, schon auf den Kopf zu irgendwas fragen, aber ich denke jetzt, die Mehrheit, wir haben ja eine Mehrheitsgesellschaft, die über 60, 65 ist, glaube ich, ist noch anders aufgewachsen. Ich glaube, die traut sich nicht so sehr in der Praxis, auch gerade unter dem Zeitdruck. Mhm. Die sind ja froh, wenn sie überhaupt ihre Krankheit darstellen können, überhaupt Zeit haben, Zeit bekommen vom Arzt, überhaupt jetzt den Sozialkontakt aufzubauen, geschweige denn dann den Arzt vielleicht noch zu korrumpieren und dann möglicherweise so riskieren, dass er gerade mal mit denen redet. Mhm. Also das ist schwierig, glaube ich. Als Patient, da lasst man dem Patienten zu viel auf. Ach, ich glaube, ich würde schon fragen. Ich würde den Arzt schon fragen. Sie sind aber, glaube ich, nicht über 65. Das stimmt. Oder 70. Das stimmt auch wieder, ja. Das stimmt. Gut. Also, Herr Dr. Meyer, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie da gewesen sind. Gerne. Liebe Zuschauer, die Götter in Weiß, Sie sind nicht unfehlbar. Sie sind auch nicht alle böse, aber es tut auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall gut, das immer mal zu hinterfragen, finde ich, ja. Vielen Dank, dass Sie da gewesen sind. Gerne. Danke. Und ich danke Ihnen fürs Zuschauen.